Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute kümmern wir uns um die A-Moll-Etüde aus dem vierten Kröpfband. Das ist die Nummer 2. Wer mein C-Dur-Tutorial angeguckt hat, der weiß ungefähr, wie es laufen wird. Also wir gehen die einzelnen Passagen durch. Ich gebe euch ein paar Hilfestellungen. Und im Gegensatz zu dieser C-Dur-Etüde geht es heute auch um das Atmen. Und das Anlegen des Stücks ist ein bisschen aufwendiger als bei der C-Dur-Etüde. Ja, mein C-Dur-Tutorial angeschaut hat, der weiß, dass ich mehr Wert auf das Anlegen, das musikalische Anlegen dieser Etüden lege als auf Tempo. Und ja, diese A-Moll-Etüde, die ist so ein bisschen schwebend. Die ist auch im Dreivierteltakt, also das muss ein bisschen tänzerisch sein. Und elegant, und da kann man dann schon ein Weilchen dran verweilen, bis das geschmeidig wird. Es gibt zwei, drei Stellen, die nicht ganz einfach sind. Wir spielen auch bis zum 3 gestrichenen A, also wir haben 3 gestrichenes Gis und 3 gestrichenes A an einer Stelle. Da wird man ein bisschen Augenmerk drauf legen müssen. Am Ende der Etüde, also die Etüde endet auch mit einem 3 gestrichenen A. Nicht ganz so einfach. Eine Sache würde ich jetzt gerne noch sagen, das beschäftigt mich jetzt. Ja, so ein Schwank aus einem Klarinettenleben. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen auch, der an Blättern verzweifelt, weil darum geht's. Ich habe den ganzen Vormittag versucht, ein Blatt zu finden. Ihr kennt das wahrscheinlich, ne? Man steht morgens auf, ist motiviert, möchte üben, packt aus, probiert das erste Blatt. Probiert das zweite Blatt, probiert das dritte Blatt, und es geht gerade so weiter, man findet nichts. Und es ist in Karlsruhe jetzt zum Beispiel so, Rheinebene, wir hatten heute Nacht irgendwie Regen, heute Morgen war es feucht, und jetzt ist 14 Uhr, wenn ich jetzt rausgehe, hat 36 Grad und es ist unfassbar trocken, und dann weht so ein Mittelmeerföhn den Rhein hoch, also man riecht teilweise wirklich noch das Meer, und ja, da braucht man sich nicht wundern, da geht kein Blatt mehr, da geht gar nichts. Ein ganz wichtiger Tipp von mir ist, erstens, lass die Blätter in Ruhe, macht da nichts dran, weder abschleifen noch sonst irgendwas, ihr macht sie nur kaputt, Erfahrung, es ist so. Zweitens,
Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, die man als Klarinettist lernen muss, dass man mal aufsteht, Klarinette üben will und es geht einfach gar nichts. Und man darf sich davon nicht runterziehen lassen. Man muss das wegstecken und vor allem gelassener sein. Ja? Also wenn man da anfängt, Panik zu bekommen und so weiter, dann da ist einem nicht geholfen. Das war mein Wort zum Sonntag, mehr sage ich jetzt nicht. Wir fangen jetzt an. Ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, ihr könnt mit meinem Tutorial was anfangen. Was ich grundsätzlich empfehlen würde, bevor ihr mit der Etüde beginnt, spielt die A-Moll-Tonleiter. A-Moll-Tonleiter, drei Klänge und ganz empfehlenswert sind auch die Terzen. Die könnt ihr alle in den Behrmann-Studien üben. Da sind auch noch mehr Übungen drin. Das rate ich jedem. A-Moll ist erstens mal eine schöne Tonart und zweitens ist da natürlich schon eine unangenehme Stelle drin, die man auch wahrscheinlich immer üben muss. Und zwar ist das in der eingestrichenen Lage von E nach H. Also E, F, Gis. Da geht es um den Wechsel von F nach Gis, nach A und dann überblasen zum H. Das ist, um das gleichmäßig zu können, wird man das wohl üben müssen. Die Terzen sind ganz besonders wichtig, weil man hier auch die Bindung von Gis nach H übt. Also von eingestrichenem Gis bis zum eingestrichenen H. Da lasst ihr natürlich auch immer die rechte Hand auf der Klarinette liegen. Das zeige ich euch jetzt. Ihr könnt euch auch aus den Tonleitern einzelne Übungen machen. Meine empfohlene Übung wäre jetzt von eingestrichenen E nach eingestrichenen H ganz langsam gebunden, hoch und runter und das möglichst oft. Ja, wenn ihr meine Finger jetzt anschaut, die ich euch hier jetzt einblende, dann seht ihr, dass ich ab Gis meine rechte Hand drauflege. Da ich plädiere immer für möglichst wenig Fingerbewegung. Und es ist wesentlich einfacher, auf das H zu binden, wenn die rechte Hand schon drauf liegt, weil man einfach weniger Finger bewegen muss. Das wäre jetzt die erste Übung, eine ganz wichtige, wie ich finde. Dann übt man das punktiert. Also punktiert heißt, man macht aus zwei Achteln immer eine Punktierung. Achtel, Sechzehntel Punktierung. Und das auch natürlich umgekehrt, da ist die kurze Note am Anfang. Empfiehlt sich zum Beispiel auch eine Oktave höher. Also E, F, Gis, zwei gestrichen. Das macht man am Anfang langsam und steigert das Tempo. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das mal zwei, drei Tage gemacht habt, wie gleichmäßig plötzlich diese Tonleiter wird. Die ist am Anfang, wenn man die zum ersten Mal übt, also ist immer diese neuralgische Stelle. Alles andere ist ja ganz einfach in A-Moll. Ja? Es ist kein großes Problem, aber man kommt dann immer zu F, Gis, A, H und dann wird es holprig plötzlich. Und deswegen würde ich auch immer explizit solche Stellen rausnehmen und auch die nur diese kleinen Stellchen üben. Ja, wenn ihr immer die ganze Tonleiter spielt, hoch und runter und hoch und runter, dann behebt ihr das Problem nicht. Ihr verschleppt das nur. Und so spart man sich viel Zeit. Es ist vielleicht ein bisschen anstrengender und auch ein bisschen öder, vermutlich. Aber man kommt viel schneller ans Ziel. Das war mein erster Tipp. Wir haben jetzt in dieser ersten Passage, es geht bis Takt 32. Technisch schwer ist also eine Stelle in Takt 21, diese sich wiederholende Sequenz, die würde ich auch auf Tempo üben,
Also das kann nicht schnell genug sein. Jetzt nicht unbedingt, um das öffentlich zu spielen, sondern um es zu üben, um es in den Fingern zu haben, ist das so eine Stelle, die ist ratsam, dass man die einfach schnell übt, dass man es in den Fingern bekommt. Wie gesagt, das ist Takt 21 bis Takt 28. Da wird man vielleicht ein Problem haben in Takt 23. Und zwar, wenn sich das dargestrichene C wiederholt. Also das Motiv, das ich meine, ist das hier. Und so weiter. Und da ist wahrscheinlich im ersten Bereich wahrscheinlich eben dieser Takt 23 das Schwerste, weil man immer wieder auf dieses C hochgreifen muss. Da würde ich auch alles binden, wenn ich das übe. Und dann stellt sich so nach und nach stellt sich so ein Gefühl der Sicherheit ein. Das muss auch nicht am ersten Tag sein, das kann auch am zweiten oder dritten Tag sein. Aber das wird passieren. Auch punktiert üben. Ich würde da auf keinen Fall einen Hilfsgriff nehmen. Ich sage jetzt auch keinen, weil so eine Stelle mit C und H, also drei gestrichenes C und drei gestrichenes H, immer üben. Wenn ihr den Anfang vom Mozart-Konzert mal durchspielt, dann wisst ihr genau warum. Ja, weil da haben wir natürlich dieses Problem mit H und C. Und deswegen übt man das, wenn das irgendwo ist, immer ausspielen, immer üben. Wenn es dann irgendwo an eine Tempogrenze kommt, dann meinetwegen, aber also es gibt, ich verrate jetzt doch. Also es gibt die Möglichkeit, das C mit dem als F-Griff zu spielen. Also zwei Finger und hier, der stimmt nicht. Er ist viel zu hoch. Oder es gibt die Möglichkeit, falls ihr die Klappe habt, ja, das ist hier diese obere Klappe, ich weiß überhaupt gar nicht, wie man die nennt. Das C stimmt ein bisschen besser, allerdings geht das in dieser Passage überhaupt nicht. Nein, das geht zum Beispiel gar nicht. Also ihr könnt nur den Zweier nehmen, der ist viel zu hoch, klingt nicht schön. Falls euch irgendjemand mal beigebracht hat, dass das ein Griff für C ist, das ist falsch. Ja, also im Prinzip gibt es nur diesen einen Griff für C. Und zwar diesen hier, drei gestrichenes C. Die nächste, in Takt 27 haben wir einen Gabelgriff, einen unangenehmen. Da würde ich jetzt sagen, wenn ihr dann Accelerando macht und ihr seid da in so einem schnellen Tempo, da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ihr übt das mit Gabelgriff. Und wenn das Tempo, man merkt ja irgendwann seine Grenze, wann es unsauber wird, wann es einfach nicht mehr geht, dann kann man immer noch den F-Heber benutzen. Ja, also das ist der hier. Ich mache euch das jetzt vor. Also erstmal Original. Ja, ist eine gute Übung, wenn man genau diesen Takt immer wiederholt und immer den Gabelgriff benutzt. Das ist eine gesunde Übung. Das ist wie Fitnessstudio für die Finger. Ansonsten, also wenn man aus dem Zusammenhang raus das spielt. Ist das hier der Originale? Und wenn das Tempo zu schnell ist, um umzugreifen für euch, dann nehmt ihr den F-Heber. Aber beim zweiten Mal. Ja, ich hoffe, das ist deutlich. Ich benutze den nie, deswegen kann ich das auch nicht. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber geübt wird das immer mit dem Gabelgriff. Ja, das ist was Essentielles. Gabelgriffe muss man beherrschen. Mit einer deutschen Klarinette muss man das können. Okay. Ja, wie ihr diese 32 Takte anlegt, das sei euch jetzt überlassen. Also ihr könnt natürlich auch das im Tempo runterspielen. Wenn ihr meine Aufnahme gehört habt, habt ihr gemerkt, dass ich in Takt 16 atme. Da habe ich das Ganze nochmal, habe ich das Ganze aus dem Tempo rausgenommen. Ich hab hier zwei unterschiedliche Motive, die ineinander übergehen, zwischen Takt 13 und jetzt zum Beispiel Takt 20. Da kann ich das anlegen, das funktioniert.
kommt danach was Neues, das kann man, und dann macht man das auch mit Dynamik, dann spielt man den Teil, der danach ein bisschen schneller, ein bisschen lauter. Da ergibt sich so eine Bewegung und es soll ja auch so ein bisschen frei sein, das Ganze. Und unter Umständen ist das Anlegen, das musikalische Spiel viel schwerer, als wenn ihr das im Tempo runterspielt. Meistens einfacher, ja, weil man nicht so viel denken muss und kann sich da immer auf seine Finger konzentrieren. Was halt abhanden geht, ist Musik. Was ich euch jetzt hier gerne noch zeigen würde, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten zu atmen. Also ihr könnt auch, wenn ihr das mit einem Atmen nicht schafft, ihr könnt auch zweimal atmen. Ich habe jetzt so eine Stelle rausgesucht, an der man noch atmen könnt. Die zeige ich euch jetzt. Auch da ist es wieder so, dass da zwei Motive sich ablösen und man einfach da einen kleinen Stopp macht. Und zwar ist das in Takt 20. Und ich fange jetzt in Takt 17 an, in Takt 16. Wäre jetzt auch eine Möglichkeit. In Takt 1 und in Takt 32, der Abschluss E, hört da genau hin, falls der zu tief ist. Wir sind in E-Dur, das kann passieren, je nachdem, was man von der Klarinette hat, ist E oft zu tief. Hört euch das genau an, falls das E zu tief ist, könnt ihr die Gissklappe aufmachen bei dem E. Dass da ein sauberer Dreiklang rauskommt, ist natürlich auch die wenn ihr zum Beispiel ausgezogen habt, ne? Ja, also wenn es sehr warm ist und sehr heiß und ihr müsst ausziehen, ihr seid E tiefer, dann ist das E immer der erste, der wirklich zu tief wird. Ich zeige euch jetzt den Unterschied. Takt 31, 32. Ja, also wenn man da feststellt, dass E, das passt nicht zum Dreiklang, dann ist vermutlich das E zu tief. Dann könnt ihr diese Klappe aufmachen. Mein zweiter Hack für heute. So, dann hätten wir den ersten Teil abgehakt am Anfang. Also prinzipiell ist natürlich der Anfang, ja, man steht irgendwo, muss anfangen zu spielen. Der Anfang ist eigentlich immer schwer und auch in solchen Etüden, weil man so reingeschmissen wird. Deswegen rate ich auch immer, also sich viel Gedanken über den Anfang zu machen. Ich habe das jetzt langsam angefangen und ein bisschen im Tempo gesteigert. Ganz wichtig ist, dass die 1 betont ist. Wir sind hier wieder im Dreivierteltakt. Und dann gibt sich so ein bisschen ein beschwingtes, leichtes Gefühl. Das sollte man auch beibehalten. Und ich würde mir auch hier, wie ich das auch im letzten Tutorial schon gesagt habe, immer ein Ziel setzen. Und ich würde mir jetzt das Ziel Takt 9 setzen. Und zwar aus technischen Gründen, weil wir in Takt 9 eine Bindung von Gis nach H haben. Also wir haben viele Noten gespielt und dann kommt dieses Gis H, ist nicht einfach. Ja, versucht das mal, ihr könnt euch andere Ziele setzen, falls für euch Gis H kein Problem ist. Es ist natürlich auch periodisch jetzt gesehen, in Takt 9 fängt auch was Neues an, also thematisch. Dann spielt ihr zu diesem Gis hin. Ja, dann habe ich, wenn ich ein bisschen auf diesem Gis sitzen bleibe, dann habe ich natürlich eine einfachere Bindung zum H, als wenn ich das im schnellen Tempo durchspiele. Da ist die Gefahr, dass man sich vertut, relativ groß. So ist das sauber. Und ja, so müsst ihr das immer machen. Das muss man natürlich ein bisschen lernen, das dauert auch. Wichtig ist, dass man sich einfach Gedanken macht und Musik Musik sein lässt und nicht da durchfegt in irrsinnigem Tempo. Ja, das so viel zum ersten Teil, zu den ersten 32 Takten. Nach meiner Einteilung haben wir jetzt eine zweite Passage von Takt 33 bis Takt 50. Da wiederholt sich ein Motiv.
wenn ihr meine Etüde gehört habt, da habe ich beim ersten Mal habe ich das Tempo ein langsames Tempo genommen und mehr mit Dynamik gemacht und bei der Wiederholung in Takt 35 habe ich das Tempo ein bisschen angezogen. Ja, man muss immer für einen Kontrast sorgen. Ihr könnt auch ein Echo machen. Ihr macht das erste Mal laut und das zweite Mal leise. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wichtig, mir ist wichtig, dass ihr euch Gedanken, dass man sich Gedanken über solche Stellen macht und die nicht zweimal gleich spielt. Das würde ich jetzt sagen, finde ich doof. Technisch, also wir bewegen uns jetzt in dieser Passage sehr viel in E-Dur. Das ist die Dominante von A-Moll. Und in E-Dur ist besonders gemein das dreigestrichene E. Ja, das ist nicht der stabilste Ton auf der Klarinette. Und er klingt auch oft nicht so toll, je nachdem, was man für ein Blatt hat. Vermutlich ist da ein größerer Übaufwand notwendig, und zwar in Takt 35. Ja, dieses Rüberbinden in diesen E-Dur-Dreiklang auf das dreigestrichene C. Da müsst ihr aufpassen, dass das E nicht rausbricht, weil es keine betonte Note ist. Also es ist eine unbetonte Zählzeit. Ihr müsst auf das dreigestrichene C hinspielen. Und ja, also auch mit Hilfsgriffen. Ich würde das hier normal spielen. Und dann müsst ihr immer schauen, was das dreigestrichene E für einen Klang hat. Und wenn ihr auf solche Sachen achtet, werdet ihr diese Stelle auch ganz häufig spielen. Und habt eigentlich das Technische dann schon erledigt, nur indem ihr hört, wie klingt das E. Ja, da lenkt man ein bisschen von den technischen Problemen ab, konzentriert sich auf das klingende E und auf die Bindung, also dreigestrichenes E, dreigestrichenes D, dreigestrichenes C, dass das eine saubere Bindung ist. Wenn ihr auf meine Finger schaut, lasse ich immer die S-Klappe liegen und drücke sogar den vierten Finger. Also habe den vierten Finger auf dem Loch. Damit verhindere ich den Bruch zwischen dreigestrichenem D und C, den es ganz oft gibt. Ja, auch wenn man nicht so hundertprozentig optimale Blätter hat, dann ist da immer so eine Unsauberkeit drin. Die hört man oft gar nicht so, die nimmt man wirklich nicht so wahr, aber sie ist doch da. Und dann schaut ihr auf meine Finger. Macht ihr in Takt 34 einen schönen Übergang. Ihr müsst, also ich habe auch nicht geatmet da, aber dieser E-Dur-Dreiklang, der leitet natürlich auf diese Wiederholung von diesem Motiv hin und geht bis zum tiefen E. Also wir sind dann auch sehr sonor, das kann man schon ein bisschen aus dem Tempo nehmen, das klingt gut. Und wie gesagt, auf meiner Aufnahme, ich habe beim zweiten Mal, habe ich das Tempo ein bisschen angezogen. Das könnt ihr gerne machen, wie ihr wollt. Mein nächster Einschnitt ist, was ich vergessen habe, in Takt 33 haben wir diese Oktavbindung von E nach E. Ja, da kann ich euch einen kleinen Trick zeigen. Also wenn ihr E ausgreift, dann besteht immer die Gefahr, dass das obere E rausbricht, zu laut ist und dann macht das diese Phrase kaputt. Also ich würde jetzt auf dem zweigestrichen E ein bisschen sitzen bleiben und dann rollt ihr einfach nur bei dem dreigestrichenen E den Zeigefinger nach unten ab. Also ihr macht quasi so ein kleines Halbloch. Probiert das mal. Das funktioniert super. Ja, ihr müsst dann den Punkt finden, wie weit ihr das Loch aufmachen müsst. Also es ist dann schon relativ weit offen, aber es ist ein Unterschied, ob ich den Zeigefinger ganz wegmache gleich. Ja, das ist irgendwie ein bisschen schwerer zu kontrollieren und das E bricht raus. Probiert das mit dem Abrollen, das ist
meinen Klarinetten-Hack fürs E, da kommt gleich noch ein anderer. Das ist immer schon eine große Hilfe für mich gewesen, dass man dann solche Stellen, dann bekommt ihr das obere E leiser, probiert das aus, das funktioniert. Ja, dann hätten wir jetzt auch diese Passage erledigt. Es geht weiter, wenn ihr meine Aufnahme gehört habt, habt ihr gemerkt, dass ich in Takt 50 habe ich das Ganze zum ersten Mal richtig zum Stillstand gebracht. Und zwar, weil die Stelle danach so eine schöne lyrische, eine schöne Musikstelle ist. Ich finde nicht, dass man das hier schnell spielen muss. Das große Problem beim langsamer Spielen ist die Gleichmäßigkeit. Also ihr müsst was Organisches gestalten und das macht diese Stelle dann schwierig. Also wir kommen an. So schön lyrisch kann man das hochspielen. Einziges technisches Problem ist in Takt 52, das habe ich gerade auch, war nicht so ganz sauber, in Takt 52 der G-Dur-Dreiklang. Also bam, ba, da, da, das von G, G, H, D, dass das sauber ist. Da muss man ein bisschen drauf achten. Wenn ihr da immer auf die 1 spielen, ba da 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 dim, ba da 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 dim, ba da 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 dim, ba da da di da da. Wenn ihr auf die 1 hinspielt, dann könnt ihr die 1 von Mal zu Mal ein bisschen kürzer machen. Dann erzeugt ihr ein Accelerando. Ja, also beim ersten Mal, deswegen fange ich so langsam an. Ba da 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 dim, ba da 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 dim, ba da 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 dim. Und dann wird die 1 immer so ein bisschen verkürzt. Das könnt ihr in beide Richtungen machen, ja. Wenn ihr das Tempo wieder rausnehmen wollt, dann macht die 1, also die erste Achtel, immer ein bisschen breiter. Dann bekommt ihr auch wieder ein Ritardando hin. Danach kommt in Takt 56 kommt ein Übergang, diese chromatische Tonleiter. Das ist zum Beispiel jetzt so eine prädestinierte Stelle, um wieder Tempo aufzunehmen. Ja? Perfekt, besser kann es nicht sein. Chromatische Tonleiter wird für solche Sachen immer benutzt. In der kompletten Literatur, das wird euch immer begegnen. Also entweder man macht einen riesen Ritardando in der chromatischen Tonleiter oder man macht einen Accelerando, das geht beides. Ja, und in Takt 56, wenn ihr den Teil davor langsam spielt, dann zieht ihr das Tempo wieder an. Ja, und dann kann man auch wieder zeigen, was man technisch kann. Da kann man jetzt wieder ein bisschen schneller spielen. Bis Takt 62 zum Beispiel. Also bis Takt, letztendlich habe ich es gemacht, bis Takt 64. Takt 62 und 63 ist auch wieder ein Übergang. In Takt 62 haben wir wieder diese Oktav-E-Bindung. Die könnt ihr genauso machen wie die andere. Und ja, in Takt 64 habe ich was eingebaut, was jetzt auch nicht dasteht. Ich habe mich also quasi den Vorgaben des Komponisten widersetzt. Und zwar hat das natürlich für mich jetzt musikalische Gründe. Da fängt auch wieder so ein neuer Bereich an. In Takt 64, wir haben also diesen großen Sprung auf das E3 von A nach E. Und ja, der ist jetzt im Tempo. Wenn ihr den schnell spielt, ist der nicht so schwer, weil man nicht so viel auf Dynamik achten muss und so. Oh, aber es kommt natürlich auch zweimal das Gleiche. Und wie gesagt, zweimal das Gleiche, langweilig. Damals gleich ist langweilig. Ich habe mich dafür entschieden, anstatt ein Forte zu spielen, Forte E in Takt 64, habe ich das auch wieder rausgenommen und habe das versucht, so leise wie möglich zu spielen. Da kann man lange üben. Ja, das ist auch so eine Stelle, da, wenn ihr das zum Beispiel übt, ihr kriegt einen Ansatz aus Stahl und es ist wirklich schwer, das ist wirklich schwierig. Ja, also wie gesagt, ob ihr das jetzt dann öffentlich spielt oder nicht, das könnt ihr selber entscheiden, aber es ist mal gut, dann sowas zu üben. Ja, vor allem, es ist auch so, dieses dreigestrichene E, also ich denke jetzt nur an Macht des Schicksals, dritter Akt, dieses riesige Klarinetten-Solo, da spielt man wirklich minutenlang alleine und zum Schluss kommt dann diese kleine Kadenz, die endet, also da ist der Spitzenton, ist dieses dreigestrichene E. Und man hat sich vorher die Seele aus dem Leib geblasen,
Ja, und kommt dann an diese Stelle und dann wird das E zu hoch und so. Und deswegen ist es gut, man übt solche Stellen einfach mal. Ja? Also ein Sprung, ein lautes A, ein lautes eingestrichenes A und ein ganz leises E. Wenn man das beherrscht, dann wird man mit solchen Stellen dann auch keine Probleme mehr haben. Deswegen probiert das mal. Es gibt natürlich einen Griff und den benutze ich jetzt zum Beispiel auch. Und zwar ist das ein E ohne Daumen. Also ihr greift eigentlich, ihr legt alle drei Finger auf die Klappen, die linke Hand kommt drauf und dann spielt ihr das E ohne Daumenloch. Ihr lasst das hintere Loch offen. Mal gucken, hoffentlich klappt's. Gerade mit so einem schlechteren Blatt merkt man deutlich, wie viel einfacher dieser Griff ist. Er stimmt auch einigermaßen. Probiert das ruhig mal aus. Es kann natürlich sein, das ist vielleicht auch von Ansatz zu Ansatz verschieden. Kann natürlich auch sein, dass das normal gegriffene E euch leichter fällt. Das ist vielleicht auch von Klarinette zu Klarinette unterschiedlich. Das wäre jetzt ein weiterer Hack, ein dreigestrichenes E mit drei Fingern und ohne Daumenloch. Duodezim natürlich gedrückt. Ja, und auf meiner Aufnahme, ich habe das Tempo natürlich angezogen und durchgezogen auch. Was man im langsamen Tempo beachten muss, ist, dass das eingestrichene A nicht zu hoch wird. Das habe ich jetzt gerade eben, als ich es gemacht habe, habe ich kurz mal den betreffenden Finger, den man dann drauflegt, auch draufgelegt. Also wenn ihr von oben da kommt. Ist das A zu hoch. Und da legt ihr den vierten Finger der linken Hand, also rechte Hand, so und so drauf. Das deckt die Obertöne eh schon ab ein bisschen, macht es ein bisschen tiefer. Und dann legt ihr den vierten Finger auf das Loch. Ich zeige euch den Unterschied. Es ist vor allem bei großer Hitze und so, wenn die Klarinette hoch wird, es sind ja auch die leeren Töne immer ganz hoch. Also ihr könnt den vierten Finger ab G. Also beim B und beim A benutzt man ihn am häufigsten. Wenn es ums leere G geht, kann man auch nur die Brille zum Beispiel zumachen. Das bringt auch was. Weil der vierte Finger ganz drauf, der deckt das leere G schon sehr weit ab. Aber B und A, vierter Finger, rechte Hand drauf, wenn die zu hoch sind. Also wenn es irgendwann darum geht, dass ihr ausstimmt mit anderen und ihr spielt da ein A oder ein B, unter Garantie seid ihr zu hoch. Ja, deswegen, also instinktiv macht mal den Finger drauf, ihr werdet sehen, das wird gleich viel besser. Nur selten sind die zu tief. Es sei denn, ihr habt hier oben sehr viel ausgezogen. Ja, dann werden die leeren Töne schnell tiefer. Ja, das ist ein bisschen so Erfahrungssache, ne? Aber das ist die Möglichkeit für die leeren Töne, den vierten Finger draufzulegen. So, jetzt kommt das dreigestrichene A. Ja, da braucht man auch keine Hilfsgriffe. Es ist technisch eigentlich gar nicht so schwer. Ich weiß nicht, wie es jetzt in den neueren Ausgaben ist. In meiner Ausgabe ist sogar ein Ossia drin. Also das heißt, man spielt dann eine Oktav tiefer, weil es eben schwer ist. Das ist oft so ein Zeichen, okay, das ist schwer, weil man ja eine andere Möglichkeit bekommt. Ja, also ich finde am wichtigsten, dass das E sauber dasteht zum Schluss. Das kann man auch ruhig im Forte machen. Da kann man mal zeigen, wie laut eine Klarinette ist. Das ist schon mal ganz gut. Und ja, ich spiele jetzt mal hoch und dann schaut ihr euch den Griff an, den ich da nehme. Ist ganz einfach. Wird oft zu hoch,
Ich finde so ab einer bestimmten Höhe an Tönen, also ich würde sagen, jetzt ab diesem A, es stört es nicht mehr so arg. Also es stört, aber es stört mich ja so arg, wenn er zu hoch ist. Aber es empfiehlt sich immer, wenn man diesen Ton, bevor man ihn spielt, schon im Ohr hat. Meinetwegen auch eine Oktave drunter. Also ganz wichtig ist, dass man den hört. Dann oft lässt man einfach auch den Ansatz dann ein bisschen fallen, wenn man den Ton im Ohr hat. Griffe habt ihr gesehen. Also wir greifen das Gis so, Gabel, C-Klappe und hier diese zwei Lagenfinger da, die man immer drauf hat. Der ist stabil, der stimmt und dann müsst ihr hier nur noch beim E die zwei Finger wegmachen. Die C-Klappe bleibt natürlich gedrückt, sonst greift ihr ja ein E. Und dann ist das technisch nicht mehr so schwierig, weil ich ja vorher ein E habe. Ja, also da ist jetzt gar nicht mehr so viel Fingerbewegung nötig. Technisch ist das jetzt nicht so das allergrößte Problem. Wie gesagt, immer auf die Qualität von den Tönen achten, auch von dem A. Und also bevor euch das frustriert, hängt auch ein bisschen vom Blatt ab, ob diese Töne dann ansprechen. Also wie gesagt, Gemach, Gemach, ja. Auch das kann man mal ein Weilchen üben. So, dann haben wir diesen Bereich auch, diesen Teil. So, der nächste Teil geht in Takt 74 weiter. Und da muss man jetzt mal eine Sache zur Temposteuerung sagen. Weil das ist jetzt so ein Bereich, der dreht sich nur um Tonleiter und Dreiklänge. A-Moll und E-Dur ist nicht ganz einfach. Und man verhaspelt sich gerne. Ja, also man spielt unsauber, weil man irgendwie nicht so eine richtige Vorstellung von Tempo hat. Also wir haben den Dreiklang und danach kommt die Tonleiter. Die Tonleiter werde ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen schneller spielen können als den folgenden Dreiklang. Und es gibt so ein typisches Motiv, mit dem man einfach das Tempo ein bisschen steuern kann. Ja, also auch hier gilt, teilt das in Passagen ein. Was ich mit Temposteuerung jetzt meine, ist genau der Takt 74. Ihr habt einen Akzent auf dem C und mit diesem C, H, C, also ba, da, da, ba, 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 mit dem gebt ihr im Prinzip das Tempo vor. Wenn ihr da schon schnell spielt, dann bleibt euch keine Wahl. Ihr müsst dann durch. Wenn ihr den ein bisschen rausnehmt, ja, dann habt ihr Möglichkeiten, das Tempo zu steuern. Da ist das wieder. A, Gis A. Ja, in Takt 82. Da könnt ihr euch wieder selber bremsen. Ja? Wenn man dann beim Spielen merkt, oh, jetzt komme ich wirklich an die Grenze, dann sind genau das diese Passagen, wo man das Tempo wieder ein bisschen rausnehmen kann. Im Dreivierteltakt natürlich ist immer die 1, ja, wo man das Tempo ein bisschen rausnehmen kann. 76, in Takt 78 habe ich das auch gemacht. Also wir haben eingestrichenes A, kleines A. Bam, ba, dam, bam, 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 ba, dam, bam, 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 bam. Und immer mit dieser 1 kann man das Tempo so ein bisschen steuern und mit diesen Motiven. Die Stelle ist jetzt auch nicht so einfach. Also da ist einfach Übaufwand. Das ist jetzt nichts, was man nicht bewältigen kann. Das ist einfach nur Übaufwand. Wir haben zwei Gabelgriffe, 82, in Takt 85. Da müsst ihr zum Beispiel ausgreifen. Da könnt ihr keinen F-Heber benutzen, weil es danach auf das C geht. Das ist eine viel zu umständliche Bewegung. Ach. Ja, ich habe mich vertan. Also das geht. Falls der nicht sauber wird, obwohl man natürlich sagen muss, wenn ihr einen sauberen Gabelgriff gegriffen habt, dann kommt ihr natürlich schneller und einfach auf das C. Ihr müsst nur zwei Finger bewegen. Wenn ihr in die 5 greift, ja, dann habt ihr da in der linken Handbewegung und in der rechten Handbewegung. Also ich würde dazu tendieren, den Gabelgriff zu üben. Wie gesagt, ihr kennt das. Gabelgriff immer üben. Und ein zweiter Gabelgriff ist, ja, der kommt in Takt 98, in Takt 91, genau das gleiche von F nach C. Wie gesagt, der F-Heber geht, ich würde ihn nicht benutzen.
So, und dann, wenn ihr meine Aufnahme hört, wie gesagt, das ist schwer, da was zu raten. Das muss man irgendwie selber koordiniert bekommen, ne? Das ist halt einfach üben, das ist Handwerk. Und ich habe in Takt 94 ein vorletztes Mal habe ich die Etüde aus dem Tempo genommen. Und zwar, weil auch jetzt wieder ein bis dahin unbekanntes Motiv ist. Es ist ein Piano da. Ich muss ja auch atmen. Und da ist Takt 94 einfach prädestiniert. Wir haben jetzt dann schon auch wieder ganz viele Takte gespielt. Deswegen kann man das ruhig mal machen. Und ja, man steuert das wieder, wie gerade eben gesagt, mit diesem Halbtonmotiv. Also ihr merkt, wenn ihr dem jetzt genau folgt, ist eine Temporegulation immer an diesem Halbtonmotiv. Badadim bam bam bam, badadim bam bam. Da kann man das steuern. Da bremst man sich immer wieder ein und man erzeugt auch damit dann immer einfach Bewegung. Da ist das genauso. Also in Takt 4, 5, in Takt 96, das F mit 5. Also alle Fs in diesem Stück habe ich jetzt mit dem Fünfergriff gespielt. Also zwei Finger plus Gissklappe. Vielleicht kann man da nochmal eine Spur zurückgehen. Wir haben in Takt 84 haben wir diesen Halbton F, E, F. Wenn einem dieser Fünfergriff schon ohnehin irgendwie unangenehm ist, dann empfiehlt sich jetzt zum Beispiel ein Griffwechsel. Also ihr spielt das erste F voll, also D, den D-Griff, alle sechs Finger und Gissklappe. Und dann beim zweiten Mal das F mit 5. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel eine Griffkombination. Man braucht es eigentlich nicht. Wie gesagt, es kommt auch auf die Klarinette und aufs Blatt an. Wenn der Fünfergriff, der ist nicht der stabilste. Falls der erste euch immer abkracht, dann probiert das mal mit dem Voll und dann 5. Ist natürlich mehr Fingeraufwand, aber bevor er wegkracht, ist das vielleicht eine Alternative. Weiß ich, das müsst ihr selber entscheiden. Ja, also ich würde diese Passage ab 74, die ist jetzt ja nicht mehr so ganz so hundertprozentig gliederbar. Ich habe es jetzt so gegliedert, ich habe jetzt einfach weil die Motive sich ja ähneln, habe ich das einfach jetzt bis 94 durchgezogen. Falls ihr atmen müsst, das ist eigentlich relativ häufig möglich. Also zum Beispiel immer bevor dieses Halbtonmotiv kommt, badadim, badam, badam. Also jetzt in Takt 82 wäre es möglich, in Takt 86 wäre es möglich. Ja, also mehr als zweimal atmen muss man da eigentlich nicht. Und dann, wie gesagt, 94 habe ich es unterbrochen, habe das Tempo wieder aufgebaut. Ab Takt 99 wird es, also schwer, ich fand das schwer, ja, diese Passage. Und man hat eigentlich erst wieder Ruhe in Takt, also eine Ruhemöglichkeit. Ja, da kann man das einfach nochmal unterbrechen in Takt 107, 8, in Takt 110, was ich auch gemacht habe. Das gibt natürlich einen Grund, warum ich das gemacht habe. Also, ja, also diese Etüde, ich glaube, Kröpsch hat das absichtlich gemacht. Ja, wahrscheinlich schon. Hört auf mit diesem dreigestrichenen E. Und erfahrungsgemäß ist, also ihr habt 110 Takte gespielt bis dahin. Und
Ja, je nachdem, wie es mit der Luft so steht und so, finde ich sehr ratsam, wenn man sich so vor so einem richtig hohen Ton vielleicht noch mal kurz entspannen kann. Und wenn ich schon die Möglichkeit dazu geboten bekommen in Takt 110, dann werde ich natürlich die auch nutzen, ist ja klar. Da muss man auch ein bisschen clever sein. Also besser das als falscher Ehrgeiz und man kommt zu dem A, es ist ein Viertelton zu hoch oder kracht ab oder was auch immer. Zumal, ja, da ja ausdrücklich ein Fortepiano steht. Das ist natürlich die Übhöchststrafe. Ja, deswegen habe ich das nochmal aus dem Tempo rausgenommen und nochmal so einen Schluss generiert quasi. Ja, technisch ist das jetzt nicht besonders schwer, aber was mache ich mit dem A? Das ist natürlich, also da muss man auch sagen, je nachdem, wie man sich fühlt, riskiert man oder riskiert man nicht. Das ist so eine risky Frage. Ja, das würde ich stimmungsabhängig machen, vor allem mit dem Fortepiano. Da muss man auch schon ein wirklich gutes Blatt haben, damit das A dann auch leise stehen bleibt. Ja, wie gesagt, da kommt es drauf an, wie gut eure Nerven sind. Ich probiere das jetzt mal. Ich weiß das jetzt auch nicht, ob das funktioniert. Ist zwar leise, aber ist zu früh weggegangen. Aber ich meine, das ist immer noch die bessere Variante, als wenn er kracht. Ich würde ihn ein bisschen länger aushalten. Vielleicht macht man das Piano auch erst eine Nuance später. So, dann wäre das wäre jetzt für mich eine Variante. Man muss auch dem A jetzt dann keinen besonderen Akzent geben. Ne? Also das muss jetzt kein Fortepiano sein, wie man es so im Verständnis hat. Bam! Sondern wir können das auch so machen, dass ihr den verklingen lasst. Das ist Übaufwand genug. Also ein dreigestrichenes A verklingen lassen, das ist Übaufwand, der reicht dann auch. Und ja, man hat in der Etüde einfach. Man muss es sagen, man hat zwei Problemchen. Das ist dieses dreigestrichene E, diese Bindung und eben das dreigestrichene A. Was ich viel wichtiger finde, ist, dass das so schwebend bleibt. Dass das auch ein bisschen ländlerisch ist und tänzerisch. Ich glaube, das ist das eigentlich Schwierige daran, vor lauter Technik, vor lauter Finger und Dreiklang und da, dass das immer noch so eine Leichtigkeit hat. Das wäre mein Schwerpunkt. Ansonsten, ja, also ich hoffe, ihr könnt mit dem E was anfangen, mit dem dreigestrichen E, mit den zwei Griffen. Das hat mich auch schon sehr oft gerettet. Allein das Wissen um diese Griffe, ja, wenn man dann an der Stelle kommt und man fühlt sich nicht wohl und auch bei Macht des Schicksals, ich habe das tausendmal gespielt und es ist dann irgendwie doch jedes Mal anders. Und man ist dann schon froh, wenn man einfach mal umswitchen kann auf einen anderen Griff. Und ja, ansonsten, diese Etüde ist bewältigbar. Ich finde es auch eine schöne Etüde, um die mal öffentlich zu spielen. Anders als C-Dur. Es ist die Frage, ob man die öffentlich spielen muss. Aber diese A-Moll, es gibt in diesem Band gibt's jede Menge Etüden, die kann man wirklich mal öffentlich spielen, wenn man sich's traut. So, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Üben. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir. Ich beantworte das alles. Falls Unklarheiten herrschen, so man kann natürlich jetzt hier in 30 Minuten nicht alles bewältigen. Und ja, in diesem Sinne sehen wir uns bei der nächsten Etüde.